So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei. Ich wollte Orgi auf dem Kanal sagen. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei der Knatter Crew. Ich bin's Orgi, hier ist die liebe Knattermaus. Ich zeig nur ihre Füße, weil im Hintergrund stehen ein paar Motorräder, die ihr jetzt nicht sehen dürft. Und zwar haben wir heute was Wichtiges anzukündigen, richtig? Ja. Wir sind heute bei Röver, um genau zu sein. Ist hier Ducati Röver und drüben ist BMW und Kawasaki, auch von Röver. Vor ungefähr 6 Monaten sind wir mal die Street Fight und die 59 S Pro gefahren und jetzt stehen wir wieder hier. Eigentlich ist Röver jetzt unser Sponsor. Was machst du da? Ich imitiere dich. Okay. Wir bekommen für diese Saison ein Bike gestellt und ihr dürft entscheiden, welches Bike wir bekommen. Ja! Also wir haben 3 Bikes zur Auswahl. Wir dürfen jetzt nicht hier natürlich die V4S und das teuerste nehmen. Nein, wir zeigen euch, welche Bikes wir hier zur Verfügung gestellt bekommen. Aber bevor es losgeht, würde ich sagen, lass mal kurz rein zu Ducati. Oh, ach so. Aua. Was machst du denn? Ich will jetzt nicht klingeln, ich habe Angst. Hast du schon geklingelt? Nein, nicht. Er hat... Also. Moin, hallo. Ja, wir wollten mal kurz hier reinschnuppern. Also hier sind wir in der Ducati-Abteilung. Man kann hier auf jeden Fall jede Menge rote Maschinen sehen. Das beste Stück von Ducati, glaube ich, die Panigale V4S. Boah, was ein Biest, ja. Die hole ich mir als nächstes. Fuzzi, die bist du ja gefahren, ne, dieses Jahr? Das war doch die. Ich glaube, ja. Ja, doch. Schick, schick, wirklich sehr schick. Kaufe ich mir auch. Daniel, wir gehen. Wir gehen rüber, ja. So, meine Lieben, jetzt sind wir bei BMW und bei Kawasaki und auch hier kann man klingeln. Please open the door. Ja, nein, also wir waren schon hier drin. Genau, deswegen haben wir es für uns aufgemacht. Hier rechts ist die BMW-Abteilung. Richtig. Hier ist die Kawasaki-Abteilung. Wo eine BMW drin steht. Ja, komm, das kann auch mal passieren. Die fühle ich, die also, will ich. Also sowas kommt natürlich auch nicht in Frage. Ne? Das ist, nein. Weil es soll ja auch alltagstauglich sein. Richtig. So wie unsere Rennmaschinen. In der Stadt. Hättest du mal Bock, in einem Video mit mir sowas zu fahren? Ja. Und wenn ihr sagt ja, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber wir beide auf einer oder? Nee, 2 Stück. Wenn es klappt, 2 Stück. Ich dachte, du würdest mich süß mitnehmen. Ey, und dann fahren wir Dings. Spinnerbrücke, machen ein Date, Kaffee-Date damit. Ja. Boah. Ja. Bin dabei. Also Spinnerbrücke, damit geht klar. Magie. Kommen wir nun zu den 3 Maschinen, die uns zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise könnt ihr euch jetzt eine aussuchen, die wir dann umbauen werden. Also wir wollen auf jeden Fall den lautesten legalen Auspuff, den es gibt, ne? Und dann so die Kleinigkeiten. Aber grundsätzlich müsst ihr erstmal entscheiden, welche wir umbauen sollen. Also eine können wir uns quasi aussuchen, die wir dann auch die ganze Saison fahren können, die wir uns mit nach Hause nehmen quasi. Das heißt im Endeffekt, wir haben dann, wenn unsere Community entscheidet, welches Bike wir nehmen sollen, haben wir dann zusammen ein gemeinsames Bike zu Zimmers, was wir uns teilen werden, was zur Hälfte dir gehört, zur Hälfte mir gehört, aber im Endeffekt gehört es aber rüber. Aber du weißt ja, wie ich das... Gehört es gar nicht. Ja, aber was ich geil finde, ist, dass es auf jeden Fall halt mal was anderes ist als ein Supersportler. Also egal, welches es wird, ist mal was anderes. Finde ich ganz geil. So, Tutze Maus, präsentier mal das erste Motorrad. Warte, ich mache meine Ansprache. Das ist eine Ducati Monster. So, wo ist denn das Datenblatt? Ich weiß es nicht. Achso, hier. Wir haben hier eine Ducati Monster zu stehen. Natürlich sind alle Nigelnagel neu und gar nicht umgebaut. 2 Zylinder. Ich glaube, die hat wie viel Hubraum? Moment. 937 Kubik. Alle sind in den 900er Bereich unterwegs. Genau. Soundcheck können wir jetzt nicht machen, weil die sind halt nagelneu. Batterie ist nicht geladen. Das ist, macht jetzt keinen macht Sinn. Macht man auch einfach nicht, weil es nagelneu, nagelneu ist. Ne? Sag mal nagelneu? Nagelneu. Egal. Die hat 111 PS, die Ducati Monster. Schön sieht die Ducati aus, meiner Meinung nach. Gibt es auch als, 45 PS Version, sehe ich gerade. Genau, die gibt es auch als A2 Bike. Vorne die runden Lichter. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, muss ich ehrlich gestehen. Im Großen und Ganzen ist das ein solides Motorrad. Ja. Und ich denke mal, dass sie sich auch gut fahren lässt. So ist es nicht, so zur Maus, ne? Eigentlich können wir alle mal fahren. Aber es geht ja darum, was wir umbauen. Wir können alles hier Probe fahren. Das wird so ein geiles Projekt auch hier mit drüber. Ist so. Dann haben wir... Hebt mal auf. Tutsi, ich hab Beinschmerzen. Ach Mann, da muss ich das hier auch noch machen. So Muskelkater. So, wir haben hier eine BMW F900R. Ich tatsächlich habe von diesem Modell noch kaum bis gar nicht gehört. Ich auch nicht. Bis jetzt. Also ich muss sagen, Tutsi, wenn du von hier schaust, sieht das schon schick aus. Ja, ich kann nicht runtergehen wegen Muskelkater. Ey, Tutsi Maus, wer hat dir gesagt, dass du Beine trainieren sollst?
Guck, ich trainiere keine Beine und habe diese Probleme nicht. Ja, das sieht man aber auch. Die hat 105 PS. Aha. Gibt es natürlich auch als A2. Gedrosselt. Hubraum sind wir bei 895 Kubik, also auch knappe, ja, aufgerundet 900 Kubik. Sechsgang mit Quickshifter, Griffheizung etc. Dies, das, was ihr von BMW halt so kennt. Ja, da muss man sagen, dass die da schon immer, was sowas angeht, Komfort am besten ausgestattet genau. sind. Genau. So kommen wir nun zum letzten Bike und ich will hier niemanden beeinflussen, aber ich hoffe, es wird dieses Bike. Kawasaki Z900. Ein wunderschönes Motorrad. Also, wie gesagt, ich will niemanden beeinflussen, aber ich finde es am schönsten. Und 125 PS. 125 PS. Und dazu muss man noch sagen, dass man bei der mit am meisten umbauen kann. Wir wollen ja natürlich so viel wie möglich verändern. Hier kann man am meisten machen. Also, wir haben ja davor schon mit dem lieben Martin gesprochen. Von da. Das ist der Verkaufsleiter genau, übrigens. Genau, der Verkaufsleiter. Gruß geht raus an dich, Martin, bester Mann. Bei der Z900 kann man eigentlich fast am meisten umbauen. Ja, das Wenn stimmt. wir zu den beiden Brüdern hier rübergehen, zu BMW und Ducati, bei der BMW kann man mit Sicherheit auch vieles umbauen, aber ihr müsst ja auch an den Kostenpunkt denken. Ne? Ja. Das wird alles auch viel zu teuer. Ich glaube, so eine Komplettanlage für eine BMW, wenn es die überhaupt gibt, habe ich mich jetzt ehrlicherweise nicht informiert, ist bestimmt auch ein bisschen teurer als die Kawasaki, muss ich ehrlich gestehen. Wenn man so von Weitem guckt, die Z900 sieht halt einfach geil aus. Ja, das Einzige, was noch die unterscheidet, ist, dass die Kawasaki ein Vierzylinder ist und die beiden hier einen Zweizylinder-Motor drin haben. Ihr werdet entscheiden, auf Instagram werden wir eine Umfrage starten. Wer uns nicht folgt, kann hier gerne auf Instagram uns folgen. Wir sind sehr aktiv. Wir machen heute die Abstimmung gegen 18 Uhr. Oder wir machen sie um 18 Uhr. Punkt 18 Uhr geht die Abstimmung online. Dann könnt ihr entscheiden, welches Bike wir umbauen sollen. Warte mal, der Heli soll erstmal kurz weg. Was ich noch dazu sagen wollte, oder wir eher gesagt, wir wollen die auch natürlich folieren. Also wir wollen es komplett umbauen. Haben wir Bock drauf? Genau. Wir möchten uns natürlich bei Röver bedanken, dass sie uns das überhaupt ermöglicht haben, an so einem Projekt mit denen zusammen teilzunehmen. Also wirklich, ja. Röver. Kuss geht raus, rüber. Ja. Und danke an unsere Community, dass sie uns quasi das auch ermöglicht haben, uns immer supportet haben, dass wir jetzt hier stehen und mit einer großen Firma namens Röver zusammenarbeiten dürfen. Ja. Also das ist mir das wirklich ist schon eine Ehre. Nicht das selbstverständlich. Ist, das also ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Ich habe wirklich Bock, wieder mal ein neues Motorrad zu fahren. Natürlich. Klar. Wie hast du es denn jetzt hier gesehen? Durch Zufall? Nee, ich bin hier, ich will erst fahren wegen Praktikum und dann Ach so. Ausbildung hier. Ach cool, entspannt. Als Mechaniker? Fahrrad. Maschine. Bei eins von den dreien wird es auf jeden Fall werden, die wir die Saison dann Welche bekommen. Welche findest du am besten? Von der Optik, jetzt nur mal von der Optik. Optik würde ich sagen, Kawasaki. Ja, bester Maschine, Mann. Bester Mann. bester Mann. Sehr gut. Ich mache aber Helm runter. Ja, weil du hässlich bist. Soll ich ein gutes Wort für dich einlegen? Wir sagen Rino, bester Mann. Viel Erfolg. Wir haben dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr viel vor. Wir wollen unter anderem auf die Rennstrecke zusammen mit Röver, Fahrsicherheitstraining. Dann können wir uns eigentlich fast jedes Bike ausleihen, worauf wir Bock haben. Wir wollen auch mal vielleicht eine größere Tour machen. Wir können uns hier eine Tourer ausleihen. Können auch mal ein bisschen länger vielleicht die Saison irgendwelche Motorräder testen. Ich würde sagen, Kroatien. Lasst diesem Video doch einen Daumen nach oben da. Habt ihr überhaupt Bock auf das Projekt? Ich habe mega Bock auf das Projekt, vor allem auf die Umbauten, weil ich bin ja auch ein alter Mechanikerhase. Klar, bin jetzt kein Profi so, aber ich hätte schon mal wieder Bock zu schrauben. Also ich habe auch richtig Bock drauf. Checkt gerne auch mal Röver aus. Das nächste Video, was hier zu dem Thema kommt, da seht ihr dann, welches Bike ihr euch ausgesucht habt. Ja, Kuss. Oh, du hast so kalte Hände, lass mich einfach was in Ruhe. War das denn jetzt? Ja! Oh, sorry. Ich hoffe, dein Tank ist leer von der E-Klasse. Hey.